Hallo, mein Name ist Alice. Ich bin 21 Jahre alt. Hattest du jemals das Gefühl, dass deine Ängste nicht ernst genommen werden? Lacht man dich aus? Sagt man dir, du sollst loslassen oder es ruhig angehen lassen? Ich hab das hinter mir. Sieh dir dieses Video bis zum Ende an, um herauszufinden, wie ich es beinahe geschafft habe, mich aus Angst vor Bakterien zu verätzen. Ich war seit meiner Kindheit misstrauisch und ängstlich. Und dies war eine der Hauptgründe für die Sorgen in meiner Familie. Meine Ängste belasteten nur alle. Meine Freunde haben sich einfach über alles lustig gemacht, also um ehrlich zu sein, hatte ich nicht viele Freunde. Ich fing an, erst mit meinem Freund auszugehen, als ich sicher war, dass er mir keinen ungewaschenen Apfel zum Spaß gab. Ich war damals ein schrecklicher Hypochonder und hatte immer Angst, mir etwas einzufangen. Ich erfuhr erst später, dass er nie vergessen hatte, antibakterielle Tücher mitzunehmen, und mir wurde klar, das ist mein Held. Das Hauptproblem begann mit der üblichen saisonalen Erkältung. Einige meiner Freunde wurden sofort krank und behandelten dann lange Zeit die Nachwirkungen. Ich hielt mich immer an die Hygienevorschriften. Selbstverständlich bin ich sauber. Kannst du dich darüber lustig machen, dass ich mein Handy mit Servietten abwische? Meine Eltern lachten mich aus und nahmen es als Eigenart hin. Freunde der Familie schlugen manchmal scherzhaft vor, dass ich selber Seife kaufen sollte und die Vorräte meiner Familie auffülle. Einige Freunde begannen, sich mit mir darüber zu streiten und argumentierten, dass man beim Händewaschen die Haut beschädigt, indem man sie ihrem natürlichen Schutz beraubt. Aber sie waren keine Ärzte oder Spezialisten. Als meine Eltern auf der Seite der Berater standen, hatten wir unseren ersten ernsthaften Streit. Ich habe im Internet gesucht, aber dort fand ich nur Beweise dafür, dass ich richtig lag. Ich habe jenen Artikel, die mir widersprachen, nicht geglaubt. Sie waren nicht überzeugend genug. Du glaubst wahrscheinlich auch nicht alles, was im Internet geschrieben steht, oder? Damals gelang es mir noch nicht, mich zu beherrschen. Ich hatte einfach ständig das Gefühl, meine Hände nicht genug zu waschen. Ich fing an zu glauben, nur weil ich meine Hände gewaschen hatte, bedeutete das nicht, dass es sauber war. Was ist mit dem Rest des Arms? Der könnte auch Träger einer Infektion sein, die leicht zu einer sauberen Stelle wandert. Ich begann, meine Unterarme zu waschen und trug Papiertücher und Feuchttücher zum Unterricht. Ich bat darum, während des Unterrichts auf die Toilette zu gehen, um meine Hände zu waschen. Meine Hände begannen sich zu entzünden, dann trocken und rissig zu werden. Ich wusch sie weiter, trocknete sie dann, wusch sie, wischte sie für alle Fälle ab und wusch sie dann erneut. Ich kam zu jedem Ort oder Verabredung eine halbe Stunde früher, zum College, zu einem Teilzeitjob, zum Café. Ich musste einfach alles mit einem Antiseptikum abwischen. Die Reise von zu Hause zum College dauerte lang. Ich konnte nicht einfach in ein öffentliches Verkehrsmittel steigen und eine Halterung anfassen. Mir schien, dass alles mit Keim verseucht war. Ich beschloss, alle Griffe, Halterungen und Stangen bloß noch mit feuchten Tüchern anzufassen. Manchmal konnte ich überhaupt nicht in die U-Bahn steigen. Und dann nahm mich mein Freund mit. Meine Eltern waren alarmiert, als ich mich entschloss, ein Jahr freizunehmen, einen Teilzeitjob und ein Praktikum zu machen. Ich wollte nicht zu einem Therapeuten gehen. Es schien mir, dass meine Familie übertreibt und es war einfach genug, mir selbst treu zu bleiben und besser alle Türgriffe abzuwischen. Erst dann würde ich mich beruhigen und wieder lernen und ein normales Leben führen können. Meine Eltern waren besorgt und verboten mir, meine Hände zu waschen. Ich tat auch eine Weile, was sie sagten, aber mein Zustand kehrte in Form von Panikattacken zurück, da das Laken auf dem Bett bereits seit 2 Tagen lag und sich wahrscheinlich viele Keime darauf tummelten. Ich versuchte nicht auf meine Ängste einzugehen und beruhigte mich mit sorgfältigem Saubermachen. Eines Tages im Fernsehen zeigten sie eine Geschichte über das Mittelalter, die Pest und Ratten. Ich stellte mir all diesen Dreck und diese unhygienischen Bedingungen, Kakerlaken und Wahnsinn so lebhaft vor, dass ich mich einfach nicht daran erinnern konnte, was als nächstes geschah. Ich kam im Badezimmer zur Besinnung, wo ich meine Hände blutig kratzte. Meine Eltern hatten Angst und verlangten, dass ich zum Arzt gehe, aber damals dachte ich, sie machen sich nur über mich lustig. Sie sahen selbst, was alles passierte, wie die Leute ihre Hände nicht genug wuschen. Ich geriet in einen Streit mit ihnen, warf einige Dinge in meine Tasche und rannte weg, um zu meinem Freund zu ziehen. Mein Freund unterstützte mich. Wir sprachen uns aus und waren uns einig, dass an der Sauberkeit nichts auszusetzen war. Nun, er hatte das volle Ausmaß des Problems nicht erkannt. Er hatte noch nie mit mir zusammengelebt
Und er hat mich noch nie wegen einer schmutzigen Tasse zittern sehen, weil ich sie mit bloßen Händen waschen musste. Ich zeigte ihm meine Wunden nicht. Ja, ich hab ihn angelogen. Was würdest du tun, wenn du ich wärst? Mein Leben wurde immer besser. Ich verbrachte 2 Tage in Rollkragenpullovern, in der Hitze, und ging zum Lebensmittelgeschäft, während mein Freund weg war. Ich trug Einweghandschuhe, um Türgriffe, Geld und andere Dinge zu berühren, die ich für am gefährlichsten hielt. Alles war in Ordnung, wir waren glücklich. Und dann wachte ich plötzlich mitten in der Nacht auf und schnappte nach Luft. Ich dachte, es wäre eine Panikattacke. Mir wurde plötzlich klar, dass wir nebeneinander lagen und jeder von uns so viele Bakterien hatten, die wir austauschten, sobald wir uns küssten und so. Ich rannte ins Badezimmer. Der Plan reifte sofort. Ich nahm etwas Wasser, brachte alle Reinigungsmittel mit, die ich zu Hause finden konnte, und begann sie nacheinander ins Wasser zu gießen. Keine verdammte Mikrobe hätte in einem solchen Cocktail überlebt. Mein Freund zog mich aus dem Wasser, als ich gerade drin war. Meine Haut schälte sich von der chemischen Verbrennung, aber er fluchte nicht und geriet nicht in Panik. Ich entschied, dass ich nur ein wenig überreagiert hatte. Ein paar Tage später erschien eine Freundin. Ich hatte bereits den Kontakt zu vielen Menschen abgebrochen, weil ich verspottet wurde und mir immer wieder angedeutet wurde, ich solle zum Arzt gehen. Aber dann bat sie mich, sie zum Arzt zu begleiten. Ich erklärte mich einverstanden. Eine Meinungsverschiedenheit über die Sauberkeit eines Tisches in einem Café war schließlich kein Grund, eine Freundschaft zu ruinieren. Mein Freund bot an, uns zu fahren. Als wir ankamen, stellte sich heraus, dass wir einen Termin bei einem Psychotherapeuten hatten und dass ich hier die Patientin war und die beiden Eiders hinter meinem Rücken geplant hatten. Ich war furchtbar verärgert. Ich habe mich mit ihnen gestritten. Mein Freund schrie, dass sie nur das Beste wollten und ich einfach nicht zuhören wollte. Mein Freund ging mitten im Korridor auf die Knie und versprach mir, einen Antrag zu machen, wenn ich jetzt zu einem Therapeuten gehen würde. Mein Freund brach in Tränen aus und aus irgendeinem Grund fing ich an zu lachen. Die Security kam angerannt und wir versuchten alle davon zu überzeugen, dass alles in Ordnung war. Natürlich sahen wir nicht aus wie Leute, bei denen alles in Ordnung war. Wie durch ein Wunder versicherten sie mir, dass ein Besuch nicht schaden könnte und mir nichts passieren würde. Vor allem, wenn bei mir alles in Ordnung wäre, könnte ich es einfach so allen beweisen. Ich dachte, da alle so eifrig waren, mich zur Behandlung zu schicken, würde ich es endlich zeigen können, dass es mir gut geht. Der Therapeut stimmte mir bereitwillig zu. Wir waren einer Meinung, dass Keime ein ernstes Problem sind. Ich entschied, dass der gesunde Menschenverstand über die mittelalterlichen Missachtungen der Hygiene triumphierten und wir einigten uns darauf, uns einmal in der Woche zu treffen. Zu Hause begann ich mich mit meinem Freund zu streiten. Ich sagte ihm, dass er mich für verrückt gehalten und mich dazu gebracht hat, in die Klinik zu gehen. Mir ging es gut und sogar der Therapeut stimmte mir zu. Er verließ ohne Widerworte das Haus. Ich wurde alleine gelassen und schrubbte wütend die gesamte Wohnung mit Bleichmittel. Ich wusste, dass es überall verdammte Keime gab. Ich wusch und wusch mich, bis ich mich daran erinnerte, dass ich heute Morgen bereits den Boden gewischt hatte. Mir wurde klar, dass ich das an diesem Tag zum zweiten Mal tat. Ich sah meine Hände. Sie waren rot und keine Handschuhe hatten geholfen. Ich hatte Verbrennungen an meinen Handflächen wegen einiger Reinigungsmittel, die ich ins Badezimmer gegossen hatte. Ich sah alles, setzte mich auf den nassen Boden und brach in Tränen aus. Ich zitterte und war krank vor Hysterie und ich heulte so heftig, dass ich nicht sprechen konnte. Zum ersten Mal seit Monaten hatte ich Angst vor mir selbst und vor dem, was als nächstes passieren könnte. Wie lange wird es dauern, bis ich mich entschließe, dass ich meine Haut abnehmen und waschen oder einen Pfeifenreiniger trinken musste, um die Keime im Innern abzutöten? Es war furchtbar. Und am Ende stimmte ich zu, einen Therapeuten aufzusuchen. Danach habe ich mich mit meinen Eltern versöhnt und meine Freundin hat mir geholfen, mein Zeug zu meinem Freund zu bringen. Ich beschloss, nach dem Abschluss der Therapie zur Universität zurückzukehren. Taschentücher sind immer noch die beste Erfindung der Menschheit. Aber jetzt benutze ich sie weniger und dusche nur noch einmal am Tag. Ich bin froh, dass mein Problem ernst genommen wurde, als ich mich selbst weigerte, es zuzugeben und versuchte, für die Menschen um mich herum sensibel zu sein. Wer weiß schon, welche Fledermäuse im Glockenturm leben. Hat dir diese Geschichte gefallen? Klicke auf Gefällt mir und YouTube zeigt dieses Video dann noch anderen Zuschauern. Abonniere den Kanal.
Damit du keine neuen Videos verpasst und vergiss nicht, mit deinen Fledermäusen befreundet zu sein.